Warte, ich bin Mal am Telefon. wieder da. Es scheint keine Falle zu sein. Das Telefon. Ja. Oh, 100 Münzen. Wir kriegen ein Leben. Das ist mir jetzt zu warm mit der Kapuze. Ich zieh mich wieder aus. Ja, zieh dich aus. Kleiner Klaus. Wo ist hier die letzte Hin-Schwarzmünze? Ah, nee. Hä? Wir hatten doch erst zwei, oder? In dem Emblem vielleicht? Welches? Ja, da wo du gerade Na, warst. aber ich glaube, das müsste sich doch. Das müsste doch Ja, das anders. müsste funkeln. Ich dachte nur, ich hätte was gesehen. Aber ich habe nicht mitgezählt. Haben wir vor dem Rätsel schon eine gesammelt vielleicht? Das wäre möglich. Gucken wir doch einfach mal. Bewegen wir uns. Da muss ich extra mich woanders hin bewegen, nur damit ich. Das ist. Oder? Nee, jetzt gehe ich hier hin. 2 von 3. Ich finde die. Ich nehme mein Handy wieder. Nein. Meinst du, da ist es? Da ist eine. Bei deinem Handy. Nee, aber ich muss mir jetzt die Zeit vertreiben, bis du die Münze findest. Und was spielst du? Candy Crush? Nee, aber mir haben ungefähr 1000 Leute geschrieben. Also drei. Gefühlt 1000, ja. So ist das. Inklusive einer Nachsprachricht, die 3 Minuten 28 geht, wenn ich gerade richtig gesehen habe. Nachsprachig, das ist ein schönes Wort. Okay, ich geb's auf. Wir werden diese Münze nie finden. Mach mal langsamer, das gibt's doch nicht. Okay, ich gehe noch mal daran. Wir klicken mal alles durch. Es Ja, scheint okay. keine Falle zu Ja, sein. stimmt, weil dann. Was, wenn man halt würde? Ja, was, wenn man nicht mehr rauskommen würde, sobald man drin ist? Wir sollten Vorsicht walten lassen. Und oh! Das ist natürlich fies. Das ist gemein. Da sind wir voll in die Falle getappt. Es ist nämlich keine Falle. Ja, ha. Ich kann ein hohes Gebäude im Nebel erkennen. Das könnte der Turm sein, den die Ritter erwähnten. Warum gibt es in jedem Leytonspiel einen Turm? Oder gibt es ein Leytonspiel ohne Turm? Ich überlege Ich weiß gerade. es nicht, aber wieso gibt es in jedem Layton-Spiel einen Zylinder? Weil es in jedem Leytonspiel einen Leyton gibt? Nein, es gibt ein Leytonspiel ohne Leyton. Mindestens. Und das ist dieses komische Mystery Room für iOS und Android, was sowieso kein richtiges Leyton-Spiel ist. Und ja, okay, es gibt dort einen Leighton, aber das ist in Wirklichkeit sein unehelicher Sohn aus stiefmütterlicherseits ist das. Was? Wirklich? Naja, im Grunde ist es eigentlich bloß ein Spiel gewesen, das sich um irgendwas, weiß ich nicht, das hat Level 5 da angefangen und dann haben sie sich gedacht, oh, nennen wir es Leighton, damit es sich besser verkauft. Deswegen, dieses Spiel ist für mich kein Leighton-Game. So, du bist. Fast wie ein Wolkenkratzer. Ja, du bist fast wie ein Wolkenkratzer. Solche Gebäude gab es im Mittelalter sicher nicht. Na gut. Da. Ich muss es nur noch treffen. Oh, ein nicht verstecktes Rätsel. Professor, die Tür geht nicht auf. Hallo, ist jemand da? Jetzt kommt. Nee, kommt niemand? Ich habe Schritte gehört, oder? Ich höre ja nichts. Richtig. Keine Antwort. Es gibt anscheinend auch kein Schlüsselloch. Das ist kein gewöhnlicher Schließmechanismus. Das ist ein Schließmuskel. Ich hoffe doch nicht. Nee, das ist So bestimmt einen ein. habe ich an meinem Fuß. Ein Schließmuskel. Oh Mann. Ja, wenn ich jemanden in den Arsch trete, habe ich auch einen Schließmuskel am Fuß. Was wollte ich denn jetzt gerade eigentlich? Ach so, ja. Das passt auch natürlich. Und zwar, man muss einen Code eingeben bei dieser Tür. Oh. Okay, Das ist das die muss ich Art von sofort. Schließmechanismus. Ein Schließmuskelmechanismus, bei dem man einen Code eingeben muss. Ein Schließmuskelismus. Oh Mann.
Ich krieg auch einen Schließmuskelismus von dem Ganzen. Jemanden zu sich einzuladen, nur um ihn dann auszusperren, ist aber ein bisschen unhöflich. Moment, Luke. Wenn du genau hinsiehst, findest du ein integriertes Rätsel. Ich glaube, das ist eine Prüfung. Achso, du hättest ruhig weiterlesen können. Ich glaube, dies ist eine Prüfung, Luke. Warum rede ich mit mir selbst? Nein. Und warum heiße ich Layton? Ich glaube, dies ist eine Prüfung, Luke, um zu ermitteln, ob wir uns für die Audienz beim Schöpfer qualifizieren können. Ist das nicht ein bisschen unfair? Aber wenn es um Rätsel geht, nehmen wir sie doch gern an, nicht wahr, Herr Professor? So ist es, mein Junge. Zeigen wir ihm, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Schwupp. Schwupp. Oh Gott. Dein Triforce! Noch eins! Ich habe jetzt schon Angst. Aller guten Dinge. Wie viele Triforce sind da drin? Hier ist eine Tafel mit Zahlen. Die Rädchen sind mit Zahlen von 1 bis 6 versehen und können nach oben und unten gedreht werden. Mhm. Die Schaltflächen im unteren Bildschirm erhöhen oder verringern die Zahlen, wenn du sie berührst. Bringe die Zahlen auf die Kombination 3-3-3-3. Kannst du das in nur 4 Zügen schaffen? In 4 Zügen, klar. Sollte machbar sein. Ja. 3-3-3-3, okay. Berühre die Schaltflächen auf dem Touchscreen, um die Zahlen zu erhöhen oder zu verringern. Verstehe. Mhm. Okay, deine Rechenkünste gefragt. Na gut. Wir könnten das Ganze jetzt natürlich mal richtig geil wissenschaftlich angehen. Aber ich wette, du würdest einfach nur rumprobieren. Stimmt's? Naja, nur rumprobieren würde ich nicht. Nee. Und zwar, wir haben hier ein Hexalsystem, weiß ich nicht. Ah, von Hexal. Nee, so wissenschaftlich würde ich es nicht angehen. Ach doch, das mache ich jetzt mal. Tut mir leid, wenn das dadurch vielleicht auch ein bisschen dauert. Und zwar, wir haben im Grunde ja 6 Zahlen. So, Wie sollen wir 6 Zahlen? Naja, die Zahlen von 1 bis 6 stand da. Ach so, stand das da? Das habe ich gar nicht gelesen. Ja. Das heißt wiederum, wir müssten von einem Dezimalsystem in ein Hexasystem, nicht Hexadezimal, das wäre falsch, das ist 16, umrechnen und dann zum Beispiel, indem wir erstmal versuchen rauszufinden, welche Zahl haben wir denn. Also wir haben auf jeden Fall eine 4. Die bleibt, weil ist halt so. So, dann haben wir dort eine 3 stehen, die rechnen wir jetzt mal 6, da haben wir 18. Und haben eine 2 stehen an der nächsten Stelle. 6 mal 6 sind 36. Mal 2 sind 72. So, und jetzt 36 mal 6, weil da eine 1 steht, sind, habe ich gleich 180 plus 36 sind 216. So, ich finde das gerade so geil, Mathe mal zu machen und Kopfrechnen und den ganzen Scheiß. Das ist das Einzige, was ich kann. So, und diese Zahlen rechnen wir jetzt zusammen. Da haben wir hier, wenn wir die beiden zusammenzählen, 220 und die anderen... Da haben wir insgesamt nochmal 90, dazu sind 310. Also die Zahl im Hexadezimalsystem, die dort gerade dargestellt wird, ist die 310. Okay? Mhm. Gut. Scheibenkleister, es klappt trotzdem nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Denn, wenn man jetzt beispielsweise, 4 nach unten geht... Also zum Beispiel, wenn 1 jetzt so um 4 verringert wird, wenn man die unterste Taste nimmt, dann wird die 1 um 4 verringert, dann würde ja eigentlich was rauskommen? 6, 5, 4, 3. Also dann würde da eine 3 stehen. Das Dumme an der ganzen Sache ist ja natürlich, dass bei der Zählweise, die ich hier gerade anwende, oder bei dem System, was ich gerade anwenden will, nicht mit einbezogen würde, dass die Dinger ja auch unter 0 rutschen können, beziehungsweise wenn sie auf 0 sind, dann wieder bei 6 landen. Außer natürlich, wir machen das Ganze noch ein bisschen anders und hängen den einen oder anderen... Moment. Ich glaube, ich habe da was. Mist. Dann müsste man ja erstmal rausfinden, was wäre die nächste Zahl. Wird's immer mehr?
Was ich aber nicht glaube, es wird eigentlich wahrscheinlich eher immer weniger. Also weniger als das, was jetzt dargestellt wird, wenn man sich noch eine Zahl ganz links dazu denkt, kommst du mit? Nee. Also sagen wir mal jetzt normalerweise ganz links, wenn man die Reihe mal so schreiben würde, würde noch eine 0 stehen. Diese ist aber keine 0, sondern beispielsweise eine 1 oder eine 2 oder eine 3. Und dementsprechend, wenn diese Zahl nämlich runterzählt und da dann, ja, zum Beispiel, dann steht da am Ende vielleicht nur noch eine 1 oder eine 0. Aber dafür bei den anderen eine 3, 3, 3, 3. Weißt du, wenn nämlich die 1 dann zur 6 werden würde, würde die Zahl daneben 1 niedriger werden. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich aufgepasst, weil ich glaube, dass es einfacher geht, Es ohne geht das in natürlich irgendwelche Maßeinheiten umzurechnen. richtig, richtig, aber ich wollte nur mal sagen, wissenschaftlich könnte man es angehen, muss man natürlich nicht. Ja, man kann die Zahlen in andere umrechnen, mit diesen rechnen oder man nimmt die, die da sind. Ja, eben. Naja, oder man probiert einfach, aber wie willst du jetzt eigentlich versuchen, das Ganze in vier Zügen? Ja, die Sache ist die, ich weiß nicht, wie sich die Zahlen verhalten. Muss man das denn überhaupt eigentlich in vier Zügen machen? Da steht kein Runterzähler. Das wird schon so sein, denke ich. Ich nehme mal an, dass du jedes nur einmal drücken kannst, vielleicht. Das Das ist ist die Sache, deswegen möglich. sage ich kann es jetzt noch nicht lösen, weil ich nicht weiß, wie sich's verhält. Ob du jedes nur einmal drücken kannst, ob bei 0 Schluss ist oder ob es in den Minusbereich geht und ob anders oben bei 6 dann Schluss ist oder ob es dann irgendwie weitergeht oder bei 0 dann wieder rauskommt. Na, weißt du was? Wenn man jetzt nur viermal drücken kann und jedes, was man drückt, weggehen würde, dann würde das heißen, es müsste eigentlich bloß eins übrig bleiben. Nee, Und das der kann so Rest ist völlig egal, weil, wenn. nicht sein. Nee, das kann so gar nicht sein. Weil wie willst du die 1 auf 3 bringen, wenn du nur einen nach oben Pfeil hast? Du kannst die 1 auf 3 bringen, indem du. Ich glaube, ich hab's. Na, warte mal, wenn du 4 nach unten gehst, dann hast du da eine 3. Aber außerdem, du kannst ja auch unter 3 kommen und dann wieder 1 hoch zum Beispiel. Aber warte mal, ich tipp mal 1, zack. 3 passt. 4. Nee, Schmarrn, warte mal. Okay, Ach da nee, habe ich stimmt doch jetzt eine nicht ganz. 3. Scheibenkleister. Ach Mann. Ich glaube, das wird so nix. Ich habe eine Idee. Du kannst aber mehrmals drücken, richtig? Du kannst mehrmals die gleiche. Oh, siehst du? Man kann übrigens so oft drücken, wie man will, aber vier Züge sind wahrscheinlich das niedrigste. So. Ach so, ja gut. Ich Das versuch's schaffen wir. nochmal von vorn. Okay, also Ja, wenn wenn man ich. so oft drücken kann, wie man will, hat man es flott. Warte. Ah, siehst du, das meinte ich nämlich. Wenn du unter 0 fällst, kommst du bei der 6 oben wieder raus. Ja, Weil das so eine Walze ist. unter 1 fällst. Oder unter 1, ja. Das wusste ich nicht. Okay, dann muss ich das nochmal ganz Das hatte anders ich sogar überdenken. erklärt gehabt. Ich habe dir ja nicht zugehört, ich habe es ja versucht zu lösen. Ich mach nochmal neu. 1, 2, 3, 4. Ich will das wirklich in vier Zügen haben. Mal 3, 4, 2. Dann bist du hier bei. Da sind schon mal zwei, drei. Zweimal den zweiten, einmal den dritten. Zwei zweiten, einmal dritten. Ah, ja, richtig. Fertig. Gut gemacht. Da wäre ich wahrscheinlich, das hätte bei mir gedauert, auf die Logik zu kommen. Aber ja, es ist völlig logisch, wenn du die dir mal anguckst.
Ja. Weil das die symmetrischen sind. Genau. Du bist ein wahrer Rechenkönig. Ja, das haben wir mitgekriegt, als ich im Kopf den Scheiß ausgerechnet habe, den wir gar nicht benutzt haben. Nö. Aber die Eulen waren süß. Die Köpfe einfach willkürlich zu drücken, Knöpfe natürlich, die Knöpfe einfach willkürlich zu drücken, bis man die Lösung hat, kann auch Spaß machen. Machen wir aber nicht. Da, das Tor öffnet sich. Nee, wir haben es aber mit den Vieren gehabt, ne? Ja, wir hatten es mit vier. Cool. Geschafft, Professor. So sollte die Tür aufgehen. Danke, dass du Luke nachgesprochen hast. Er hat tatsächlich geredet. Oh, habe ich Also nicht kommt gehört. Gleich eine Cutscene.